Sinan, Tolga, Double habt ihr ja schon früher sicher gehabt. Heute nochmal mit einem Kantersieg die Saison geschlossen. Wie sind die Gefühle? Ja, auf jeden Fall sehr schön. Wir haben hart dafür gearbeitet. Es war nicht immer einfach, obwohl wir ziemlich hohe Siege eingefahren haben, die Runde. Und bin jetzt einfach glücklich, dass wir nächstes Jahr eine Liga höher spielen, weil ich denke, da gehören wir hin. Und freue mich auf die neue Runde, freue mich auf die Ziele, die wir erreicht haben. Und bin jetzt offen für Neues natürlich. Ja, ich bin jetzt einfach froh, dass das letzte Spiel auch jetzt gespielt ist. Ich denke, das Ergebnis spricht nochmal Bände. Wir haben Spaß gehabt heute. Ich denke, wenn man das Spiel heute gesehen hat, ja, es war einfach schön, auf dem Platz zu stehen heute nochmal. Und jetzt wird schön gefeiert und das Ding nehmen wir mit. So wie ich mitbekommen habe, habt ihr ja Angebote von anderen Vereinen gehabt. Habt euch trotzdem für den FV Neutrath entschieden, dafür, dass ihr bei FV Neutrath bleibt. Könnt ihr sagen, warum? Ich gebe die Frage gleich mal weiter an meinen Bruder, weil der war wahrscheinlich öfters gefragt. Also das war eine Entscheidung pro Mannschaft, pro Vater, also das kann man schon so sagen. Klar sind Gespräche geführt worden, auch mit anderen Vereinen, aber nach so einer Saison, ich wollte einfach mal die Meisterschaft mitnehmen, den Pokal haben wir geholt. Es war einfach eine geile Saison und mit dem Gefühl in die nächste Liga zu gehen, ich denke, das wollte man mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich sage jetzt, ja, es gab natürlich viele andere Vereine, aber man kann nichts genau gleichstellen wie eben halt einen Bruder in der Mannschaft und einen Vater als Trainer. Und die Argumente sind einfach viel zu groß, um irgendwelche andere Vereine aufzusuchen. Und Neutal als Verein, als Mannschaft, die haben uns super aufgenommen und haben uns in jeglicher Art unterstützt und in vielen Bereichen. Und wir sind einfach froh, hier zu sein und neue Runde nochmal richtig Gas zu geben. Das ist ja fast ein Familienbetrieb. Wie ist es, hier mit dem Bruder zusammen zu spielen und dann auch unter dem Vater? Ja, also ich hatte ja letztes Jahr schon das Vergnügen, in Graben mit meinem Vater zusammen zu spielen unter seiner Leitung. Da waren wir schon ganz erfolgreich. Da haben wir auch den Aufstieg klar gemacht und dieses Jahr auch. Es passt einfach. Auch mit meinem Bruder, es macht einfach Spaß. Wir leben den Fußball, wir ticken einfach gleich alle und ich denke auch, der Erfolg, der spricht auch für sich. Ja, ist nicht immer einfach als eigener Sohn beim quasi Vater als Trainer. Aber es macht Spaß. Ich meine, Fußball ist bei uns immer daheim ebenfalls, wenn wir am Tisch sitzen, also immer Fußball das Geschäft. Aber es macht Spaß, mit meinem Bruder zusammen zu spielen. Ich meine, das können wahrscheinlich nicht viele von sich sagen, dass man so viele Jahre mit dem Bruder und dem Vater gespielt hat. Und von ihm kann man noch viel lernen. Ich bin stolz, mit ihm zu spielen. Und ja, mein Vater als Trainer nehme ich gern mit, eine super Zeit und freue mich einfach auf viele weitere Jahre zusammen. Ich habe mal von einem anderen Fußballer-Brüdergespann gehört, dass es auf dem Platz keine Brüder gibt, dass da man da spielt und Bruder ist man dann außerhalb vom Platz. Wie haltet ihr beide es? Ja, das kann ich nicht so bestätigen. Also mein Bruder ist auf dem Platz immer noch mein Bruder und ich sehe das auch so. Und wenn dann, ich renne umso mehr noch, weil es eben halt mein Bruder ist. Und natürlich renne ich für jeden meiner Mitspieler ebenfalls nach hinten, nach vorne, wie es sein muss. Aber es ist nochmal ein anderes Gefühl, eine andere Person für mich auf dem Feld. Er fühlt mich mehr, das merke ich. Und wenn er spricht, dann hat alles Hand und Fuß. Und ja, ist doch ein großer Bruder auf dem Platz zu haben, ist wie nochmal ein zweiter Trainer quasi für mich. Ist das aus dem Kopf, wenn man auf dem Platz steht, dass der Trainer auch der Vater ist? Ja, man muss es ausblenden, ehrlich gesagt. Also es ist nicht ganz einfach, aber man hat auch den Druck, wenn der Vater halt der Trainer ist. Man ist mehr gefordert, man muss mehr Leistung bringen. Es wird mehr auf mich geguckt, ist ja klar, weil ich der Trainer vom Sohn. Man kennt ja die ganzen Sprüche, der Trainersohn da, der Trainersohn hier. Aber ich mache das gern, mich pusht es. Ich habe das letztes Jahr schon gesagt in Graben und ich kann es nach dieser auch wiederholen. Also, das sind die paar Prozente, wo ich da noch rausholen kann. Ich bin ja so ein Typ und wenn er mich da von draußen auch manchmal zur Sau macht, das kommt mir auch schon vorgekommen, dann weiß ich, jetzt muss ich ein bisschen mehr geben. Und also ich denke, das passt einfach. Sinan hat das Richtige gesagt, nicht jeder hat die Chance, sage ich mal, mit dem Vater als Trainer, mit dem Bruder als Mitspieler, da noch so eine erfolgreiche Saison zu spielen. Ich denke, das ist schon was Einzigartiges. Zieht noch mal kurz ein Saisonfazit und gebt bitte einen Ausblick auf die nächste Saison.
Ja, Saison war relativ gut. Anfangs waren die Ziele natürlich noch nicht gut, unsere persönlichen Ziele, immer Aufstieg. Da war es aber noch durchwachsen und Richtung Ende der Vorrunde und Anfang Rückrunde haben wir dann ordentlich Gas gegeben und haben, ich glaube, im Jahr 2017 kein einziges Spiel verloren. Dann war natürlich das klar, dass wir hoch wollen. Und für die neue Runde, ich habe bereits schon Landesliga gespielt, war zwar unten drin, aber ich bin optimistisch, dass neue Runde in der Landesliga wir auf jeden Fall ja, eine gute Runde spielen werden und ordentlich Paroli bieten den anderen Mannschaften. Ja, ich sehe das genauso. Vor einem Jahr hat nach einem großen Umbruch im Sommer wussten wir auch nicht, wo der Weg hinführen wird. Aber wie Sinan schon gesagt hat, der Anspruch, der persönliche Anspruch, ist immer das Optimum rauszuholen. Und den Pokal haben wir geholt, die Meisterschaft haben wir klar gemacht, relativ früh. Wir haben vieles richtig gemacht. Und wir sind heiß auf die neue Runde. Wir sind gespannt, wo der Weg uns hinführt. Aber ich schließe mich meinem Bruder da auch an. Ich bin mir sicher, dass wir eine ordentliche Runde spielen können. Wenn es gut läuft und wenn es Spaß macht, ist vielleicht ein bisschen noch mehr drin. Und ja, wir wollen einfach die anderen Mannschaften ein bisschen ärgern und dann gucken wir, wo der Weg uns hinführt. Sinan, Tolga, ich danke euch vielmals für das Interview und wünsche euch viel Erfolg. Sehr gerne. Danke, gleichfalls. Vielen gute Dank. Zeit noch.